Ich nehme Temperatur, Buch und. Jo, Temperatur habe ich auch. Und ja, Taschenlampe. Ich gehe gleich mal runter und mach Licht an, ne? Alles klar, ey, ist das ein neues Haus? Ja. Nee. Doch, wobei, das kommt mir auch nicht bekannt vor. Ja, ist neu. Also ich kenn's schon länger, also nee, ich noch nicht. Wenn du angeblich schon mit uns gespielt hast damals, dann ist es nicht neu. Ich noch nicht hier mit dem. Vielleicht kommt's mir auch nur. Ah, jetzt weiß ich, ja, jetzt kenne ich. Jetzt kenne ich's auch. Eine Etage im Keller halt. Von außen sah es so neu aus. Ja, irgendwie schon. Oh, hier ist ein Reacher-Board. Hier ist ein Reacher-Brett. Geil. Warte, das Reacher-Board funktioniert jetzt anders, ne? Ja, stimmt. Nicht vergessen. Das war anders durchs Update jetzt, Champ. Auf Wiedersehen, sag. Hast du gehört, Champ? Okay. Ja, ich hab gehört. Okay. Also der ist hier genau right behind me, hat er gesagt. Okay. Wie geht's dir? Goodbye. Bist du eine Frau? Goodbye. Auf Wiedersehen. Wohnst du hier? Wiedersehen. Also du kannst dann einfach gehen. Auf Wiedersehen. Ja, Tschüss gesagt zu mir. Es ist so krass, dass man es nicht mehr merkt, ne? Wenn. Also dass du nicht mehr. Raus, du kannst halt nicht mehr gucken mit der Taschenlampe. Das ist so krass. Nee, ich glaube, er hat nicht wegen. Also doch wegen des Feature. Alter Jürgen, das ist so krass, dass man nicht mehr weiß, wann der jagt wegen der Taschenlampe, weißt du? Du kannst halt nur noch gucken, ob die Geräte flaggern. So mehr weißt du nicht mehr. Ja, oder? Du musstest. Also wenn er in deiner Nähe flackert, ist halt noch und du hörst halt die Geräusche, ne? Ja. Mhm. Alle Sanity-Dinge? Ich noch mal eine Tablette. Ja, ich noch nicht, ab 70. Ja, kannst du ein Foto machen? Hier in meiner Kamera, hier, auf dem Boden. Schnell, bevor es weg ist. Das ist der Raum hier, wa? Ja, hier nimm die Kamera und mach ein Foto, bitte. Jan. Ich hab keine Kamera. Hier liegt doch am Boden der zum fünften Mal. Achso. Ich weiß doch gar nicht, dass du mich ansprichst. Ist doch wurscht, wen ich ansprich. Hauptsache jemand geht dran. Wow. Könnt ihr mich hören? Ja. Jawohl. Dann jagt er wohl doch nicht. Och, er hat kurz. Nee, es waren Geister. Es gibt jetzt Geister-Events, die ganz kurz sich anfühlen wie eine Jagd. Das war einfach nur ein Fake. Er ist unten im Keller. Oh, okay. Aber er meinte doch behind me. Oh! Behind you hat er schon mal. Oh! Hab ich mich eingekackt. Wir haben Gefriertemperaturen. Der Geist ist ein Stöhner. Ja, bei dir, bei Jürgen. Bei Jürgen hier unten. Ja, hier drin ist auch. Habt ihr eine Kamera dabei? Nee. Ja. Nee, Jürgen. Also Fingerabdrücke und Gefriertemperaturen haben wir. Ach, Fingerabdrücke schon, oh. Hat auch welche gehabt. Nice. Wie geht es dir? Seid ihr unten, oder? Ah, hier seid ihr. Ich leg mal hier das Buch. Bist du ein Mann? Bist du eine Frau? Yes. Oh! Frau! War das jetzt das also Ding? Also Geisterbox. Ah, okay. Ja, und Geflüterbox. Es ist ein Mimik. Ja. Oh. Alter, leck mich am Arsch, Digga. Er hat meinen Namen gesagt. Ist Jürgen, ist ein kleiner Bastard, Digga, echt. So ein Lappen. Arsch, die Idioten. Alter, so er hat meinen Namen gesagt. Das hätte ich mir jetzt niemals vorstellen können, Alter. Ja, das war schön. Bist du ein Mann? Ich rede mal nochmal mit ihm. Ja, die Geisterbox funktioniert nicht mit Licht an, Goli. Ihr habt doch gar kein Licht an. Doch, das Licht ist auch im Zimmer an. Guck mal da oben. Ach so, du meinst das auch, okay. Ja. Oh! Oh, lauf. Right, you. So gut. Was haben wir denn jetzt? EMF, Geisterbuch, EMF noch nicht. Temperaturen. Wir haben Gefriertemperaturen und Finger. Nee, was wir brauchen könnten. Oh. Ich bin tot, Boys! Ah! Scheiße, Mann! Fuck! War schön mit dir, Jan. Hab dich lieb. Ja, bla bla. Blub, blub. Also Jungs, sammelt euch mal bitte kurz, ich möchte Lagebericht halten. Also Jungs, Lagebericht ist folgendermaßen. Die Orbs. Okay, das letzte wird schwierig. Die Orbs fliegen neben dem neben dem weißen Van. Ja, gleich so. Ah, jetzt siehst du. Ja. Genau. Dots habe ich zweimal gesehen. Genau. Ja, einmal mit bloßem Auge und einmal mit Kamera. Die kannst du auch gleich sehen. Ich glaube, wie steht denn den Dots, oder gerade? Banshee. Ja. Das Ding ist, wenn du ihn nur mit Videokamera sehen kannst, aber nicht mit bloßem Auge des Dots, dann ist es automatisch kein Goyo mehr. Wieso das, Jürgen? Komisch, wegen diesem Fake-Typen oder was? Nee, das ist seine sein Nachteil. Ah. Der Goyo kann, wenn du. Oh, da hast du gesehen? Ja, hab ich gesehen, krass. Ja, die letzte Quest wird nix. Die backt leider immer ein bisschen rum. Also,
Manchmal kommst du und dann ist es trotzdem nicht geschafft. Manchmal schaffst du es halt und dann stirbst du aber trotzdem, weißt du, was ich meine? Es lohnt sich nicht, das jetzt zu riskieren. Wir können versuchen, noch ein paar Fotos zu machen von Fingerabdrücken und Beweisen, Salzspuren und sowas. Poli, kommst du raus? Nö, hier drin ist schön. Das wäre lustig, wenn das nochmal eingesperrt und getötet werden würde. Nee, finde ich nicht, finde ich nicht. Ich weiß gar nicht, was daran so lustig sein soll. Naja, ein bisschen lustig wäre das schon. Nö. Egal, brauchen wir nicht. Also, wenn es eine von euch versuchen will, ihr könnt gerne. Nö. Ich geh rein. Echt? Nice. Okay. Ich bin so stolz auf dich. Gibst du mir vorher noch den CSGO-Messer? Nee, nicht. Ich sterbe mit dem Messer. Oh, da rennt aber eine weg, du. Oh, er jagt auch gerade. Ja, er jagt auch gerade. Der mir jagt auch von der Nebel. Ich finde den Punkt so geil. Man hat jetzt einen Punkt auf der Map. Schön wollte an den Schrank und der ist Schluss zu. Oh, wie traurig. Guck mal, das ist schon mehr so, Jürgen. Man hat jetzt einen Punkt auf der Map, dass du siehst, wo der läuft. Was denn? Wo Shem läuft. Weil, nee, ey, der Geist jagt nach durchschnittlicher Sanity, nicht nach der Sanity, mit der man drin ist. Ah. Alter. Das heißt, ich stehe einfach nur im Schrank und dann nimmt die Sanity so hoch. Naja, nee, also wenn zum Beispiel alle niedrig sind und nur du hoch, dann bringt das nichts. Mhm. Aber zum Beispiel, Shem hat ja nur 40, ich habe 100, du hast 60, hättest jetzt was genommen, wären wir auf ungefähr 70 gewesen, dann hätte der Geist nicht mehr gejagt. Gut, dann hauen wir ab hier von dem Scheißort. Dankeschön. Ja, Kroli, schneid dir mal eine Scheibe von Shem ab. Ja, bla. Ich mach mal zu, ne? Ja, mach mal zu. Deswegen kennt der Geist auch Shems Namen. Nice, Shem, du bist richtig schlau. Und schön. Ey, nee, schön bin ich nicht. Doch, ich hab dich schon gesehen. Wir wollen ja nicht übertreiben sofort. So viel Lob kriege ich nicht in einem Jahr von meiner Freundin, Alter, und dir. Ja, wir sind auch nur nett, mehr nicht. Ja, du Schirm, das fühle ich aber, das fühle ich. Je m'appelle la frisure. La frisure. La frisura. Baguette. La baguette. Lass uns mal die durchlesen, was an der Tafel steht. Antworte nur auf Personen, die alleine sind. Ah, alles klar. Okay. Ich geh gleich zum Licht. Geh ins Licht, Jürgen. Ich seh das Licht. Das Licht in der Ferne. Warum folgst du mir eigentlich? Das weiß ich auch noch nicht. Ich suche Orbs hier draußen. Oh. Ja, hallo? Ja, guten Tag. Ja, guten Tag, Müller, mein Name. Ich wollte Sie nur darüber informieren, dass Ihre Handyrechnung extrem hoch ist. Abends rufe ich da immer gewisse Sachen an, das stimmt. DSF ab 0 Uhr, 0905, 4646. Eieiei. Oh, ich glaube, ich habe wirklich einen Orb. Ja, Orb, Geisterorb. Ja, hier drinne. Hier liegt auch ein Knochen oder sowas. Hier bei mir. Ehrlich? Also, cool. Ja. Was mache ich, wenn er kommt, Jürgen? Hast du Räucherstäbchen, Jan? Sterben? Tür auf und weglaufen. Oh, er hat die Tür aufgemacht. Los, komm, reden. Aber ich muss kurz Fotos machen. Bist du jung? Keine Jagd, alles gut. Das war ein Event, ich habe ein Foto gemacht, ich hoffe, das gilt. Alle raus. Und ich Räucherstäbchen hier kurz, warte. Raus. Räucherstäbchen, warte. Könnt ihr bitte rausgehen, während... Ja, Räucherstäbchen. Ich darum bitte sagen. Jam, Alter, der schickt dich hier raus, Alter, du räumst, jetzt die Bude voll und er... Raus hier! wie heißt du? Hauptsache verreckt er da drin. Imari! Das ist der Mari Gomez, oder? Der Mari Gomez. Der Mari Gomez, ja. Der Mari Gomez. Hey, mein Fuß geht aber nicht gut. Dich teebeutelig. Aha. Okay. Kannst du in die Hand nehmen, das Kruzifix? Oh. Hä? Hallo? Lol. Wie alt bist du? Die Tür. Ich will ihn mal hören, gib mal bitte raus. Hä, die Tür ist buggy, wie Sau, Alter. Guck mal. Geh mal raus jetzt. Ach, Jürgen, der Flaschenkopf, Alter. Ey, ich dachte, aber zittert die ganze Zeit so rum. Sag Namen. Immer noch so gut. Immer noch das Beste, was heute passiert ist. Wie alt bist du? Lass mal kurz im Dunkeln sitzen, wegen Sanity. Ja. Jürgen? Stimmt. Was denn? Das ist ein Mal. Gucken wir mal an. Ja. Hast du meine Kippen gesehen? Nö. Okay. Wie alt bist du? Okay, er redet direkt mit mir. Alles klar. Jo, hab ich gehört. Jam? Ja. Hast du meine Kippen gesehen? Ja, der Geist. Jam fand ich gut. Wer macht zuerst die Tür auf, wenn wir abbauen? Ich nicht.
Lyra sagt, sie sieht schon, oder er sieht sie schon kommen. Guckt einfach aufs Kruzifix. Sobald es so einen roten Dingsieb hat, dann jagt er. Nee, du machst eher meint, dass du trotzdem automatisch die noch. Oh. Ah. Oh. Oh, was ist los? Das Event. Oh, die Lampe. Alles klar, aber nur ein Event. Alles gut, nur ein Event. Ey, lass mich rein. Kommst du mal rein hier? Hey, geh raus. Ja, mach die Tür doch nicht vor meiner Fresse zu, ihr Lappen. Hey, muss doch nicht hier so ausfällig werden. Achso, muss ich eigentlich mein Feuerzeug ausmachen eigentlich? Nö. Nö. Das hat unendlich viel Benzin. Heutzutage ist wertvoll, ne? Also damit kannst du ein Auto tanken mit so einem. Na, das Gas ist das ja, ne? Ja, ich finde das eigentlich eher so schön. So, eigentlich. Also ich finde es echt schön. Romantisch, ne? Ja, ist romantisch, ja so. Du willst es romantischer, wenn wir gefickt werden? Mit so zwei. Schon, der war scheiße, Mann. Oh. Zieh ihn auf. Mach zu hier. Wer möchte denn reinkommen? Ja, Jungs, ich glaube, es spukt hier. Also auf mehr als ein Dreier habe ich hier keinen Bock, mal die Tür zu. Karen Clark. Wenn wir ganz auf den Namen sagen, dann kommt er irgendwann. Oh, Karen Clark. Das ist ein Wort. Warum? Karen klagt oft über ihren Mann. Da war das innerliche Schwein wieder von mir. Der innere Schweinehund. Warte. Ja, Jürgen hat seinen inneren Schweinehund überwunden. Kevin Clark. Er hat gar keinen Bock. Clark, das ist ein Geist der Jagd. Der kann gar nicht. Oh, fuck. Oh. Lauf oder leben, es ist Jagd! Lauf alle! Oh, nee, ist nicht. Oh, Alter, wie wir auch alle drei die Tür nicht aufgehen. Ich sehe uns alle drei sterben. Das Problem ist, wenn wir alle zugreifen, ist das ein Problem. Wie die Tür nicht aufgeht, Digga. Ah, Kruzifix ausgelöst. Oh. Raus hier. Oh, Kruzifix ist ausgelöst. Raus hier. Raus hier, man. Naja. Ja, gut, hast recht. Wobei, die Dings ist kleiner als die Dings, ne? Genau. Genau. Ja. Hey, Gruli. Hey, Gruli. Alter, sag mal leise, ich kriege gleich durch. Hey, Gruli. Ich bin mit zwei Geschwistern aufgewachsen, ich halte das ewig durch. Hey, Gruli. Ich bin Einzelkind, halt die Fresse. Hey, Gruli. Mann, halt deine Schnauze jetzt! Du gehst im Prinzip hier rein. Oh, ich schau. Du gehst hier rein. Und dann gehst du wieder raus. Nein, das weiß ich. Kennst du meinen Alltag, Shem? Ich stehe morgens auf, so beginnt der. Und dann lege ich mir wieder hin, Digga. So, hier links kann man Treppen. Ja. Die besteigen wir dann. Ja. Ja. Finde ich gut. Wir gehen also rein. Ja. Oh, rein. Okay. Ah. Wenn ich mich nicht täusche. Schön, dass du dir so sicher bist. Hallo Jürgen. Was versteckst du dich hier hinter der Tür? Hallo. Hast du Schweinkram vor? Ich hab nach Fingerabdrücken geguckt. Ach, das ist eine Ausrede. Ich denke, du bist ein Schweinifist. Ein Schweinifist? Das ist der Kollege von Pazifist? Ich glaube, hier rum, ich musste. Oh. Oh, guck mal, hinter dir. Oh nein, er hat das Licht kaputt gemacht. Ich hab schon mal die Tür aufgemacht. Fotos? Jawohl. Ey, ich glaube, ich sehe die ganze Zeit die Dots, aber ihr fuckt mich ab mit euren Lampen. Wieso ihr? Das ist Jürgen, der Spazifist. Ja, weil er sich auch die ganze Zeit bewegt, Alter. Oh, jetzt sind wir tot, kein Bock mehr. Mach die Tür auf! Boah! Wo ist denn der? Ich bin tot. Mann, fickt euch doch alle, ey. So eine Pisse, ihr Lappen. Das zweite Mal hintereinander sind wir verreckt. Fickt euch alle. Die berühmten letzten Worte. So ein Lappen. Ihr seid Sonne. Mal gucken, kannst du mal. Ich sprich ab, Digga. Oh mein Gott. Auf mein Leben, Mach die Scheiße hier. Ihr seid Sonne. Ich bin raus hier, ja. Oh. Ja, Jürgen, das kommt davon, Alter, wenn du. Jürgen, lebst du noch? Achso, das ist Shem, scheiße, Jürgen lebt doch. Oh, fuck. Nee, ich bin tot, alles gut. Achso, nee, ah, Jürgen, moin. Achso, ich hab gar nicht gescheckt, dass wir uns unterhalten hier. Ich hab dich gerade ausgelacht, aber das warst du gar nicht. Ach nee, doch, so, was? Ja, ich bin verwirrt, Digga. Ich bin tot. Ich geh. Ich weiß gar nicht, warum wir so lachen. Wie bitte? Soll ich schon was eintragen, Jürgen? Fick das doch an. Ja, aber das Kacke war, weil ihr die Tür zugemacht habt. Und ich kam da nicht mehr raus, Mann. Alter. Du Junge.
Das wäre Jürgen hundertprozentig. Woher das weiß? Das ist wieder Jürgen hundertprozentig. Ja, hat er recht. Behind you. Bekleiner mich. Schade. Die Quest wäre, dass er nochmal jagt und ich das überlebe. Nee. Ich glaube, ich versuche nee. Nee, bin ich nicht dafür, Sag doch, ihm, dass doch, ich nicht dafür bin. Nein! Champ! Nein, don't do it! Ja. Oh, wir werden alle sterben. Ihr wisst doch schon tot. Ja, kann er selbst auch mal sterben, stimmt, oder nicht? Ja, hast recht, können wir alle sterben. Der Schweinehund. Der hat uns in den Tod getrieben, hat dir die Tür vor der Nase zugemacht. Hast du das gesehen? Ja, stimmt, der Arsch, Alter. Verreck! Verreck! Intrigen! Stirb! Stirb! Ich bin ein Mann. Wobei, guck mich mal an, Jürgen. Warte ganz kurz, was? Lass mal die Hose runter. Warte. Ja. Warte, ich hol raus. Wie alt bist du? Also. Und? Riecht nach Käse, soll das so? Ja. Ich mach da mal so wie Streu. Lassen wir das. Parmesan, ja. Ja, ich hab Shem jetzt schon ein paar Mal ein Buch ins Gesicht geworfen, aber wusste sofort, dass ich das bin. Als du auf Kabel bist, schmeiß ich ein Gesicht ins Buch und der so, das ist doch bestimmt wieder Jürgen. Ja. Ich hab mich tot gelacht. Ich hab so hart lachen müssen über Kroli, dass ich mich gegen die Schrankwand gelaufen bin. Geil. Ich hab noch jemanden nie mehr gesehen, der so angepisst gestorben ist. Fickt euch da alle. Ja. Digga, das war zu wild, man, das war Legende. Ja, weil ich davor halt auch schon gestorben bin, ja. Ja, wir sind auch nicht der Mittelpunkt von irgendwas. Nee. Naja, richtig. Also die Türken sind zwar der Mittelpunkt von der Erde, aber wir sind nicht der Mittelpunkt vom Universum. Ja, tatsächlich. Der Mittelpunkt der Erde ist in der Türkei. Aber so Geister, also ich würde jetzt nicht direkt sagen. Der Mittelpunkt der Erde ist in der Türkei. Ja, google mal. Nee, du gibst auch nie Leuten recht, Digga. Dann spann ich aber mal. Wo gebe ich Leuten nicht recht, Alter? Außerdem ist der geometrische Schwerpunkt ist nicht der Mittelpunkt der Welt. Das ist halt einfach schon mal falsch ausgesprochen. Naja, nee, du hast es falsch gesagt. Das muss man ja, du sagst Mittelpunkt der Welt. Das stimmt nicht. Mittelpunkt der Erdoberfläche. Falsch war das ja dann auch gar nicht mehr ausgedrückt. Ja, aber dann hast du immer noch gesagt, dann wäre es der Mittelpunkt der Welt. Also ist immer noch falsch. Ich bin das gewohnt, Hörer. Ja, dann ist der Mittelpunkt der Welt halt der Erdkern, mein Gott. Naja, Mittelpunkt der Welt ist halt wieder, weißt du, das ist halt so ein freudscher Versprecher. Ich halt gerne jemand, der diskutiert. Jürgen, nee, ich diskutiere gerne, aber Mittelpunkt der Welt ist halt falsch. Ja, du diskutierst schon gerne. Du bist die Person, die am meisten diskutiert, die ich kenne, Digga. Ja, also diskutiert. Tut mir leid, dass ich, weißt du, okay, warte kurz. Ich diskutiere gerne, aber dafür kannst du dich nicht richtig artikulieren. Wollen diskutieren, dass du gerne diskutierst, ist ja nicht böse gemeint. Einfach nur eine Tatsache. Ich halt auch drei Sprachen, ich weiß, aber ich bin doch trotzdem recht, weil Mittelpunkt der Welt ist einfach falsch, weil das ist nämlich ein egozentrisches Weltbild. Was ist mit CSGO? Oh, nicht Junge, schon vorhin wieder. Mit deiner. Lass uns anfangen. Nee, ich fang gar nicht an. Lass uns was spielen. Irgendwas Kleines auf schwer. Irgendwas Kleines auf schwer. Oh, was, du hast einen ganz schön dicken Ömmel in der Hose. Oh, danke. Oh, das ist eine richtige Beule, Digga. Schlecht. Aber was eine Beule, Alter. Liegt vielleicht an meiner südländischen Herkunft. Oh. Oh nein, jetzt tritt ich wieder eine Diskussion los. Jetzt kommt Jürgen gleich mit. Das hat aber nein, das ist aber keine Lüre. Ist geil, wie beide gegen ihn sind und er das übelste Abfall findet. Das fuckt mir nicht ab. Ich fühle mich am Recht, alles gut. Du musst auswählen. Nee, Jürgen hat schon nicht Unrecht. Nein, hat er auch nicht. Der Welt ja nicht, sondern der Erdoberfläche. Ja, dann halt Erdoberfläche, ist ja wurscht. Nee, dann ist es ja nicht wissenschaftlich bewiesen. Okay, okay. Der Mittelpunkt der Erde, wenn du die Erde als reine Kugel siehst, was sie ja auch fast ist, sie ist ja fast eine Kugel. Richtig. Und ja, wenn du jetzt den geografischen Mittelpunkt der Erde nimmst, dann ist es tatsächlich eine Stadt aus der Türkei. Ja. Weißt du, wenn man halt sowas in den Raum wirft, muss man auch erklären können, was man meint. Ich habe ihn gefragt, wie meint man? Ich gehe danach sowas von schlafen, Alter. Ey du, Digga, ich habe dir gesagt, erklär mir doch, wie du das meinst. Du weißt, du wirfst halt irgendwas in den Raum, kannst mir nicht erklären, was du meinst. Und dann beschwerst du dich darüber, dass ich dich darauf festlege, was du gesagt hast. Also. Ich musste ja gar nichts erklären, weil ich das einfach gegoogelt habe. Ja, aber du hast halt, doch, musst du mir erklären, weil du sagst, es ist der Welt. Du hast es mir also sowieso von vornherein falsch erklärt. Okay. Und das lange Feuerlied. Und das LOP. L steht für Freund, F steht für Freunde, die was unternehmen. L steht für Freund. Oh, was war das?
L steht befreundet. Oh, gefriert, gefrier. Oh. Wir haben Gefriertemperation. Hallo? Moin? Können Sie mich bedienen da hinten? Ich sehe doch, dass Sie da sind. Jetzt tun Sie nicht so. Müssen wir alles anmachen hier. Ach so, ja, okay. Ich warte hier, ja? Da ist noch so ein komischer Typ hinter mir. Der, könnten Sie sich bitte bei? Ich habe Angst. Der will, glaube ich, auch was bestellen. Drei Döner, bitte. Ah, okay. Drei Döner, hallo. Da sind Sie, Döner. Da sind Sie hier falsch. Da müssen Sie an den nächsten Schalter. Hinschmeißen oder was? Nee, links weg, rechts weg, eh. Oh mein Gott. Alter, was ist ein fettes Feuer. Wie geil ist das denn? Erstmal Screenshot. Ja, mach ich auch. Das Lagerfeuerlied. L für meine Freunde. L steht für Freunde. Oh ja, Jürgen, das ist super. Warte, lass mich screenshotten. Jam, mach mal dein Licht aus. Ein bisschen schöne Musik. Ich meine, das kann Jürgen auch gewesen sein mit seinem, also Tommy Tastisch mit seinem Jürgen-Verstärker, mit seinem Stimmenverzerrer. mit seinem Jürgen-Verstärker, Alter, oh Mann, Digga. Hä, was ist denn mit Jürgen? Warum schreibt der jetzt hier im Chat? Ist der. Oh. Jürgen hat ein Fragezeichen. Oh! Ich glaube, da ist jemand gestorben. Ich finde, es hat einen richtigen erwischt, Mensch. Ich hab da gar nichts gegen. Nee, Sex kannst du vergessen. Ich finde, Jürgens Charakter gleicht schon dem in Real Life. Ja, kommt hin. Nur aufgelöst. Bei Jan kommt es tatsächlich auch hin.